Englands Sieg über Frankreich in der Schlacht von Bremen war die Normandie wieder in der Hand von König Heinrich. Doch ein Jahr später wendete sich sein Glück ins Gegenteil. 1120 starb sein Sohn und Erbe Wilhelm Äteling bei einem Schiffsunglück. Die Zukunft des Königreichs war in Gefahr. Heinrich brauchte dringend einen neuen Erben. Da er keine lebenden ehelichen Söhne mehr hatte, brach er mit der Tradition und wählte seine Tochter Mathilda. Heinrich ließ seine Barone schwören, Mathilda als Königin anzuerkennen. Doch als der König starb, brachen sie das Versprechen. England sollte nicht von einer Frau regiert werden. Mathildas Vetter Stefan ergriff die Gelegenheit und beanspruchte den Thron. Die Krise erreichte die Hauptstadt. In der Westminster Abbey wurde Stefan zum König gekrönt. Doch Mathilda wollte, was ihr zustand. Sie versammelte mächtige Unterstützer, die für ihren Anspruch in den Krieg ziehen würden. Ihr Konflikt ließ England im Bürgerkrieg versinken. Kämpfe wüteten im ganzen Land. 1141 konzentrierte sich alles auf eine der strategisch wichtigsten Städte im Königreich, Lincoln. Mathildas Verbündete hatten die Festung eingenommen. Doch König Stefan war entschlossen, sie zurückzugewinnen. Er belagerte die Burg und es entstand eine Pattsituation. In der Morgendämmerung des 2. Februar sollte sich alles ändern. Mathildas Halbbruder Robert von Gloucester eilte herbei, um die Belagerung zu brechen. Als Roberts Kräfte sich näherten, wandte sich Stephans Armee von der Burg ab und stellte sich ihnen entgegen. Robert könnte für Mathilda die Krone erobern, sollte seine Armee an diesem Tag siegreich sein. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Age of Empires 4. 1141, die erste Schlacht von Lincoln. Finde ich aber auch cool, so ein schöner klassischer Moment eigentlich, ne? Zwei Leute streiten sich, wer darf es ausfechten? Alle anderen, nur nicht die beiden. Ich würde einfach, ganz ehrlich, eigentlich müsste man hingehen und sagen, yo, ihr beide, hier habt ihr beide eine Waffe, hier habt ihr beide einen kleinen Ring oder eine Arena, gönnt euch, der übrig bleibt, tja, der ist König. Fertig. Weiß ich mein. Immer dieses, das andere, das ausfechten müssen. Ich meine, ist heutzutage immer noch so, ne? Aber eigentlich ziemlich dumm. Naja. Die Burg bei Lincoln wurde belagert. In ihrem Inneren warteten die treuen Truppen Kaiserin Mathildas auf die Rettung durch ihren Halbbruder Robert von Gloucester, wie auch immer. Doch um die Belagerung zu durchbrechen, würde Robert den König gefangen nehmen müssen. Ja, schade aber auch. Lincolnshire, 1141. Robert von Gloucesters Truppen näherten sich Lincoln. Ihre Aufgabe, die Burg von der Belagerung durch König Stefan zu befreien. Während Kaiserin Mathildas treue Truppen versuchten, von innen Stand zu halten. Zunächst legten Roberts Truppen einen Hinterhalt, um feindliche Verstärkungen davon abzuhalten, die Armee König Stefans zu unterstützen. Okay, bereiten Sie einen Hinterhalt vor. Mach ich. Scouter, are ready to read. Okay. Was ist denn da oben alles am Stehen? Guckt euch das mal an. Junge, richtige Armee hier gebaut. Okay. Achso, ich wollte Einheit halten. Das habe ich irgendwie verpennt. Warte, Einheit halten ist V, ne? V. Roberts Mannen versteckten sich in einem geschützten Wäldchen und lauerten dort auf den Feind. Das ist richtig. Eliminieren Sie die feindlichen Verstärkungen. Ja, safe. Da kommen Sie! Hilfe! Kreuzfahrer bedrohen unsere Handelswege. Ah nee, sorry, falsches Spiel. Eigentlich nur falscher Teil, richtiges Spiel.
Na komm. Da muss ich auch schon beeilen jetzt hier. Ah, da kommen sie endlich. Okay. Ja. Smart auf jeden Fall, Kumpel. Schön wegmoschen, die Leute. So ist gut. Noch die beiden hier. Super. Robert besiegte die erste Kolonne von Stefans Verstärkungen, aber er wusste, dass noch mehr auf dem Weg waren. Okay, dann warten wir mal. Verwende die Hester. Ich muss ganz kurz was einstellen. Ich habe mich die Überlegung gehabt, es gibt auch bestimmt eine Möglichkeit, dass man das besser anzeigen kann, oder? So zum Beispiel, wenn wir hier die TP-Leisten. Intelligente TP-Leisten erscheinen, wenn Einheiten angewählt sind oder Feinde Schaden nehmen. Mit der Einstellung nur Auswahl werden nur die TP-Leisten ausgewählter Einheiten angezeigt. Das Ding ist, wenn sie Schaden nehmen, finde ich cool, aber die sind mir zu durchsichtig teilweise, zu schwer zu beobachten. Baufortschrittsbalken immer an, auf jeden Fall. Angeheftete Spielinformationen, ich weiß nicht, was das ist. Wir gucken es mal nach. Spieldauer, die können wir ruhig auch anmachen. Steuergruppentasten auch und tätige Dorfwundersymbol auch safe. Was ist angeheftete Spielinformation? Weiß ich nicht. Wahrscheinlich das da oben. Und jetzt ist die Zeit schon vorher auch schon da. Egal, aber die Zeit, die finde ich eigentlich ganz cool. Die nehmen wir. Schwierigkeit haben wir auf Mittel gestellt, weil schwer fand ich ein bisschen komisch. Intelligent ist zwar immer noch. Wobei, nee, das finde ich auch ganz gut so. Teambasiert. Nee. Spezifisch, wenn schon. Was soll ich denn mit teambasierten Farben? Das ist ja voll öde. Das ist ja Quatsch. Schaltet ein Tutorial-System ein oder aus, das in allen Spielmodi nach Bedarf dynamische Ausbildungselemente einblendet. Ja, lass doch ran. Das können wir ruhig nehmen. So, die TP-Leisten. Ich mach die mal immer an, weil ich wissen will, ob wir dann jetzt alle sehen oder nur die auch wirklich kämpfen, weil das ist halt noch die Frage. Nee, alle finde ich ein bisschen zu viel. Okay. Dann setzen wir es natürlich auf intelligent. Mir ist das nur ein bisschen zu durchsichtig. Wäre schön, wenn man das ein kleines bisschen nach oben stehen könnte. Naja. Audio wahrscheinlich logischerweise nicht. Wer hätte das gedacht? Online. Barrierefreiheit. Oh, cool. Nee, finde ich eigentlich so alles ganz cool. Was mich halt nur stört, ist, dass das ein bisschen zu unsichtbar ist. Aber es ist schade, dass man das nicht einstellen kann. Aber ist auch nicht so schlimm. Dann lernen wir das halt, damit umzugehen. Es ist halt nur so eine Kleinigkeit, die mir so aufgefallen ist. Weil irgendwie hätte ich das doch ganz gerne, dass das ein bisschen deutlicher ist, weißt du? Weil so bei Age of Empires 1, 2 haben die das echt mittlerweile so gut gelöst, dass das ist sehr angenehm. Du siehst die Einheiten kämpfen, du siehst aber auch nur die Lebensbalken, die auch gerade Schaden nehmen. Und das ist halt praktisch. Hier siehst du es zwar auch, aber es ist so transparent gehalten, dass es in dem Getümmel meistens untergeht. Okay, da sind nur Bogenschützen. Heißt, wir können hier hingehen. Aua. Aua. Schwierig. Den verstecken wir mal wieder. Okay, merke, Bogenschützen sind gar nicht mal so schlecht gegen Kavallerie. Hätte ich nicht gedacht. Also nicht gegen die zumindest. Die ist kacke. Aber wir sind ja auch ein Speer, fairerweise gesagt. Da hätten wir auch hingekonnt. Ja, mein Gott. Vier Stück habe ich verloren jetzt insgesamt, indem ne? Indem er weitere Verstärkungen von Stefan eliminierte, konnte Robert die Belagerung fortwährend schwächen. Die letzte Kolonne. Ja, jetzt gehen wir dahin. Die klingt teilweise irgendwie nicht englisch, die Leute. Aber ich finde es generell cool, dass sie auch jetzt ihre eigene Sprache so komplett, also
machen sie bei Age of Empires 2 ja auch, aber gefühlt reden die hier, ich sag mal, wirklich mehr als nur ein Wort. Bei Age of Empires 2 ist das ja meistens sowas wie Bullet, das ich soll. Weißt du, so einzelne Wortfetzen quasi. Hier habe ich das Gefühl, dass die richtigen Sätze teilweise gesprochen werden. Ist schon ziemlich cool. Oh, die sehen mich. Aua. Und wir brauchen noch den High Ground. Ganz schwierige Angelegenheit. Hätte ich mich vielleicht doch woanders hinstellen sollen. Egal. Nein, Jungs. Knallt sie weg. Aber das Gegnerfinden ist tatsächlich gefühlt besser hier als in 2. Weil die kämpfen immer gut an der Front und nicht so, dass die einen hinterherrennen ewig lang. Das sah ganz gut aus. Roberts Mannen dezimierten die Verstärkungen von König Stefan und waren kurz davor, die Belagerung zu durchbrechen. Als er den Vorstoß in Richtung Linken fortsetzte, schickte Robert eine große Anzahl von Verstärkungen, um seiner Vorhut zu helfen. Um die Belagerung weiter zu schwächen, musste Robert Stephans Versorgung abschneiden. Er nahm die nahegelegene Marktstadt ins Visier. Ich mach mal ganz kurz alle in Gruppe 1. Und nur die Bogenschützen in Gruppe 2. Das fand ich auch noch eine ganz coole Idee. Aber wir können doch jetzt doppelt belegen, dann können wir es nämlich so machen, zwar die ganzen Truppen schicken und dann nur die abgetrennt. Die feindliche Marktstadt zerstören, ja, machen wir. Einfach rein. Kann ich hier so ein Dinges löschen? Nee. Oder? Ah, nicht die Kamera drehen, das ist Quatsch. Hallo! Die machen ja quasi gar keinen Damage. Starke Leistung, Jungs. Nein! Ja, ärgerlich. Okay. Müssen wir das Stück nach vorne schicken, weil da waren gerade noch Leute eigentlich hier. Okay. Ich bin Herr der Erde. Verstärkungen sind eingetroffen. Eine große Gruppe von Rittern, die für Mathilda kämpften, trafen Linken ein, um Roberts Armee zu unterstützen. Schön den Rest wegpieksen hier. Fein. Geil. Als die Marktstadt in Trümmern lag, begannen die Vorräte von König Stefan zu schwinden. Speichern. Nehmen wir ganz kurz die ganzen Scouts. Robert erhielt Nachricht davon, dass walisische Truppen unter Mathildas Banner unterwegs waren, um sich mit ihm zusammenzuschließen. Aber König Stefan ließ die Straßen nach Linken gut bewachen, sodass die Route selbst für die zähen Waliser nicht ohne Risiko war. Ja, diese Einheiten sind Verbündete. Sie können sie nicht direkt kontrollieren, aber sie helfen im Kampf. Ach so. Das sind Verbündete, Mensch. Nein, ist schon cool. Scoutes. Wer helle Riede, Scoutes? Rein da, Jungs. Ja, da brauchen die Ritter gar nicht helfen. Auf dem Weg nach Linken wurden Mathildas walisische Verbündete von den Soldaten des Königs überfallen. Roberts Mannen mussten den Walisern helfen, wenn sie beim Durchbrechen der Belagerung wiederum auf ihre Hilfe zählen wollten. Ja, safe. Helfen sie ihren walisischen Verbündeten. Hey, guck mal, der kriegt da sogar noch ein bisschen Verstärkung. Wascht sie weg, jawohl, Jungs. Okay, wie war das Gegner finden gerade ein bisschen schwieriger gefühlt?
Muss ich doch ein bisschen dessen selber steuern hier, aber ist ja okay. Mathildas verbündete Truppen schlossen sich auf dem Weg nach Lincoln zusammen, um die Belagerung aufzuheben. Haben wir alle. Huch. Aber speichern ist immer ein bisschen komisch, wenn man sich denkt, okay, was ist da los? Sieht immer aus wie so ein großer Lecker oder so, aber ist es gar nicht. Es schlägt ja nur ein bisschen, weil es gespeichert hat. Ey Jungs, was macht ihr da? Okay. Nu, Tulkes, sag machen da. Komm, lass weitergehen hier. Weil die Armee, die er da jetzt mitgeschickt hat, jetzt nicht so wirklich die größte ist, ne? Aber naja. Nehmen wir trotzdem mit. Gehen wir jetzt eigentlich in die Stadt rein und helfen dann, oder müssen wir jetzt hier in den Hinterhalt rein? Also, da so rumgehen. Geht, glaube ich, gar nicht, oder? Wahrscheinlich müssen wir erst in die Stadt reingehen. Ist ja auch okay. Das sind übrigens auch Gegner. Ja, wie jetzt überall hier steht, Ort für Hinterhalt, ne? Ich meine, schön. Roberts Truppen entdeckten eine große Kompanie von Stephans Soldaten, die die Burgtore bewachten. Wenn sie Lincoln befreien wollten, mussten sie die Blockade durchbrechen und die Armee vernichten. Das sind zwar Pikeniere, aber es ist gerade egal. Einfach rein. Da werden wir eh so eine große Masse hier drauf geschossen. So. Ja, ein paar Ritter habe ich verloren, aber ist nicht so schlimm. Schießen! Roberts Truppen zerstreuten die Armee des Königs, sodass die Tore der Burg unbewacht waren. Er geht jetzt auf die Mauer drauf, alles klar. Der auch. Betreten Sie Lincoln. Ja. Habe ich gemacht. Ist jetzt meins. Roberts Mannen schlossen sich schließlich mit Lincolns Garnison zusammen. Sie konnten nun die Burg nutzen, um ihre Armee zu verstärken. Um die Belagerung aufzuheben, mussten sie die feindlichen Lager rund um die Burg zerstören. Alter, so eine riesen Steinmauer hier zu haben, ist schon ziemlich geil, ehrlich gesagt. Gefällt mir echt gut. So, ich denke mal, da hier die zwei Lager sind, setzen wir einfach mal die Bogenschützen hier. So, ihr seht mal die neue 1. Ich würde euch denke ich schon direkt dahin schicken, das Lager zu stören. Warum nicht? Weißt du was? Ist eigentlich egal, ne? Ist doch bestimmt auch ein Dorfzentrum, oder? Safe. Ich habe irgendwas gesehen, dass man das so machen konnte. Aber es geht sogar tatsächlich. Das ist ja cool. Man kann so gedrückt halten. Das finde ich die beste Position. Könnt ihr auch bitte alle gehen? Nicht so dort rumstehen? Ja, wenn jetzt einige Ritter sterben, aber ist nicht so schlimm. Erstmal kurz gucken. Wir haben hier. Das könnten wir auf jeden Fall erhöhen. Das ist aber ein bisschen viel Gold. Deswegen lassen wir es sein. Habe ich noch mehr solcher Gebäude? Da habe ich noch eins. Da habe ich noch einer. Dann wird ihr jetzt die 3. Die geht da hin. Mach erstmal ein paar Langbogenschützen. So, hier ist durchrasiert. Sehr gut. Eliminiert. Mathildas Truppen führten einen heftigen Angriff und zerstörten eine von König Stephans Belagerungsstellungen. Ja. Ja, okay, aber die Felder stehen jetzt natürlich alle ein bisschen beschissen. Aber ist nicht so schlimm. Das ist nicht so schlimm. Ich brauche eigentlich eher Holz, Jungs.
Kann man ja kurz machen. Jetzt will man ein bisschen Nahrung und ein bisschen Gold. Okay. Oh, da könnt ihr mit Fackeln runterwerfen. Das ist ja stark. Cool. Das gefällt mir. Eigentlich könnt ihr euch weitergehen. Werdet ihr zwar wahrscheinlich sterben, aber ist nicht so schlimm. Ich gucke eigentlich auch gerade, was ich noch machen kann in Bezug auf anderen Zeug. Wobei, vielleicht schaffen die es sogar hier unten. Sieht gleich nicht so schlecht aus. Haben wir da auch noch welche? Nee. Was bist du denn? Ach, eine Mango. Das geht ja noch. Erst Nahrung und Gold würde ich eigentlich gerne. Nicht Belagerungswerk. Eigentlich würde ich gerne noch ein paar Kavallerieeinheiten machen. Ich habe nur vergessen, wie die Gebäude dazu aussehen, wenn ich ganz ehrlich bin. Wie sah denn der Stall jetzt im Haus? Verdammt nochmal. Habe ich einen Stall? Ne, ich habe gar keinen Stall, lol. Mach du mal kurz ein paar Ritter. Schön. Ach, fürs Lager hat es gereicht, was du mir fast zumindest. So, jetzt müssen wir Kaserne noch. Das ist, glaube ich, auch eine Kaserne. Ne, das ist eine Belagerungswerkstatt, mein Fehler. Kaserne. Das ist eine Belagerungswerkstatt, das sehe ich ja auch in dem Symbol jetzt hier, muss ich ein bisschen mehr darauf achten. Das ist eine Kaserne. Was bist du? Ein Marktplatz oder was bist du? Will ich gleich nachgucken. Ah, okay, wird schon passen. Ich mache mir mal auf die 2. Und du machst uns mal ein paar Waffenknechte. So. Und dann machen wir noch ein paar Leute an Gold. Okay, hier sind alle gestorben. Aber ist nicht so schlimm. War ja auch nur ganz kurz einmal so zum Gucken. Ach Leute, die haben Belagerungsturm. Stark. Okay, die kriegen kaum Damage hier oben. Warum? Sind die so stark gepanzert auf dem Mauer? Krass. Oh, der rastet jetzt mal ganz kurz weg. Sehr schön. Mehr Langbogenschützen. Und hier machen wir Waffenknechte einfach nur. Müsste eigentlich reichen für die Mission. So, jetzt will ich den natürlich hier erstmal einen Stall bauen lassen, wobei ich den Ritter eigentlich gar nicht brauche, dafür ich eh nicht die Produktion und Ressourcen für. Ist egal. So, zwei Ritter habe ich hier. Mir fehlt aber immer noch die Anzeige, wie viel ich produziere an Einheiten. Das ist immer noch so. Ich vermisse es irgendwie ein bisschen. Ah, nein. So, kommen bitte alle mit, Jungs. Haben wir? Nehmen wir alle mit. Jeden einzelnen. Zack, 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 zack. Waffenknechtaufwertung. König Stephans Reihen lichteten sich, als Mathildas Kämpfer eine weitere Belagerungsstellung zerschlugen. Okay. Ja, rein da! Zerstören! Ups, Junge, der hat's erwischt. Schön. Aua.
Okay, die Mange tut weh, aber es ist absolut. Hä, es klingt teilweise ein bisschen holländisch alles. Ist ja witzig. Ich brauche auf jeden Fall mehr Leute davon hier. Das ist wichtig. Na komm, mach noch einen Langbogenschützen. Warum nicht? Da kommt er schon wieder an. Boah, Junge. Einfach kaputt. Okay. Ganz ehrlich, müsste eigentlich so reichen. Ich hatte zwar nicht so viele Nahkämpfer dabei, aber warum nicht? Probieren wir es aus. Was sollen wir jetzt warten, bis wir wieder einen neuen Angriff reinkommt? Ist auch doof. Schwierig. Aber die Bushes müssen trotzdem eigentlich relativ gut reichen. Um alles zu töten zumindest. Oder? Dachte ich kurz. Okay, ich muss zurück. Wir brauchen noch ein bisschen mehr. Müssen wir da drauf? Ganz schwierige Angelegenheit. Aber irgendwie tackern die nur so ein bisschen ran, ne? Also irgendwie sind die Bogenschützen jetzt gerade auf einem schwachen Stand, aber das kriegen wir gleich hin. Ich habe auch irgendwo die Schmiede stehen. Nicht ein Handelsplatz. Ist das die Schmiede eigentlich? Arsenal. Ah, ein Arsenal ist das. Nicht Fernkampfrüstung, Fernkampfschaden. Ja, Rüstung kannst du auch nicht machen. Sehr schön. Mehr davon bitte. Aua. Aber müsste eigentlich reichen, jetzt alles hier zu töten, wenn ich ehrlich bin. Soll er schon noch so entgegenkommen. Sieht doch ganz gut aus. Aber hier merkt man halt echt heftig, wie wichtig die Forschung für Bogenschützen ist. Okay. Aber hier geht's richtig gut eigentlich mit dem Tackern. Die Armee des Königs war verstreut. Und wer nicht gefallen war, ergriff die Flucht. Cool. König Stefan wurde im Schutz seiner Männer gesichtet. Um die Belagerung zu beenden, mussten Mathildas Streitkräfte Stefan gefangen nehmen und seine Armee in die Flucht schlagen. Okay. Ganz schwierige Angelegenheit. Ganz schwierige Angelegenheit. Egal, tackern wir ein bisschen weg hier. Ganz kurz eben hier. Nee. Ja. So ist gut. Komm schon, tackert sie weg. Das ist nichts übrig. Aber mit der mir geht eigentlich voll klar, finde ich. Da reichen die Bogenschützen hier ja schon fast. Kannst du vergessen, jetzt sowas zu bauen, Kumpel? So, erstmal kaputt machen. Rein da, Jungs. Alter,
Einfach nachschieben. Hier brauchst du ja nicht so wirklich viel auf Echo achten. Eigentlich immer noch rein. Das ist ganz angenehm. Und da ist er, der König Stefan. Tja, wird er nicht überleben. Naja, ärgerlich für ihn. Aber der hätte vorher wissen müssen. Ja, der sieht gut aus. Und weg. Endlich gelang es Mathildas Männern, König Stefan gefangen zu nehmen. Ja. Sehr angenehm. War eine ganz nette Mission. So, aber irgendwie war das jetzt so, man musste nicht viel drauf achten, einfach nur rein. Aber ist okay. Mathildas Truppen hatten die Schlacht von Lincoln für sich entschieden. Doch der Kampf um die Krone war noch nicht vorbei. Sehr schön. Ja, aber eine ganz nette Mission auf jeden Fall. Cool. Sieg. Was mich übrigens echt triggert, ist, dass das Ding nicht in der Mitte steht. Das macht mich fertig. Oh, Triborg. Gibt's die jetzt endlich? Das wäre so schön. Ja, Mathildas Streitkräfte durchbrechen die Belagerung und nahmen König Stefan gefangen. Doch ihre Jagd nach der englischen Krone war noch lange nicht vorbei. EP insgesamt, bla bla bla, interessiert kein Schwein. Wer braucht das schon? Wir haben hier die Anarchie. Das ist das hier, was wir gerade schon mal gesehen hatten. Wir haben die Flucht der Kaiserin. Im tiefen Winter 1142 stand Kaiserin Mathilda kurz vor der Gefangennahme durch ihren Rivalen König Stefan. Sie behalf sich mit einer wagemutigen Flucht aus dem Turm von Oxford Castle. Im Schutz der Nacht seilte sie sich mit einigen loyalen Soldaten vom Turm ab. Durch ihre weiße Kleidung waren sie im Schnee gut getarnt, während sie die Lücken im Stefans Belagerungsring suchten. Sie überquerten die gefrorene Themse und Mathilda stapfte meilenweit durch den hohen Schnee, bevor sie Schutz in ihrer Festung bei Wallingford fand. Kurz nach der Flucht entkam sie an ihren Hof in Rouen, wo sie ungestört ruhen konnte, die nächste Phase ihres Krieges um den englischen Thron planen konnte. Schade. Ich dachte, die kann in Rouen ruhen. Der Tribok. Ein Gegengewicht, Trebuchet, war die mächtigste aller Belagerungswaffen. Ein Katapult, das Burgmauern aus großer Entfernung niederreißen konnte. Bei Warwick Castle in England wurde eine der weltweit größten Nachbauten konstruiert. Trebuchets wurden im 7. Jahrhundert in China erfunden. Bis zum 13. Jahrhundert hatten sie sich zu Waffen von gewaltiger Zerstörungskraft entwickelt. Such a simple design, but so effective. Die Waffe hatte mehrere Kernelemente. Einen Schwungarm mit einem Gewicht auf der einen Seite und eine Schlinge, die auf der anderen Seite das Projektil hielt. Zum Spannen wird das 6 Tonnen schwere Gewicht mit Tretmühlen angehoben. So this is one of the wheels, one of two that's attached to an axle, which would lift the counterweight, weighing 6 tons. It's based on muscle power alone. What's essential about launching a projectile as far as possible is making sure that this end of the arm is moving as fast as possible. So once that weight drops, it really sends this point of the arm moving at its highest velocity. Der Drehpunkt liegt dabei dicht am Gegengewicht. Und das Projektil wird aus einer Schlinge verschossen. Wird das Gewicht freigegeben, schleudert die Schlinge das Geschoss und erhöht dabei seine Geschwindigkeit. Trebuchets wurden wie moderne Geschütze sorgfältig ausgerichtet. In order to weaken the castle walls or even breach them, you had to make sure that the projectiles hit the same spot every single time. Damit alle Geschosse derselben Flugbahn folgten, mussten sie sich in Form und Gewicht gleichen. Dazu nutzten Steinmetze ein Maß. Now I'm gonna load this projectile into the sling. Oh, this one must weigh about 25 kilograms, but some projectiles can get up to 150 kilograms. That's the weight of 2 men. Mit Trebuchets wurden auch brennender Teer, Bienenstöcke und sogar Leichen geschleudert.
Alles, was Feinden besonderes Leid beschert. Did you hear that whoosh? Die todbringende Kombination von Zerstörungskraft und Genauigkeit machte das Trebuchet zur ultimativen mittelalterlichen Belagerungswaffe. Das klang ein bisschen so, als hätten sie den Sound nachträglich eingefügt. Nehmen wir mal so hin, ne? Ja, aber Tribok, wenn die jetzt kommen im Spiel, ne, da freue ich mich schon ein bisschen drauf. Wir haben bis jetzt nur die Ritterzeit gesehen und das auch nur so angeschnitten, ja? Ich hoffe, dass das jetzt noch richtig geil wird, weil so die Imperialzeit stelle ich mir wirklich cool vor. Ich hoffe, da kommt was richtig Großes. Dann würde ich sagen, Dankeschön fürs Zuschauen, haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss.